Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Cyberpunk 2077. Wir plündere das Versteck. Ja, wir plündern jetzt das Versteck. Wir haben doch jetzt ein paar Nebenmissionen erledigt. Hätte ich gar nicht gedacht. Was liegt hier? Reis. Ach, Moment, ich wollte euch noch was sagen. Ja, wir gehen da gleich hin. Ich weiß, ich mache es treiben verrückt. Ich weiß, ich mache es wieder mal viel zu spannend. Aber dafür liebt ihr mich. Sind wir doch mal ehrlich. Ich hoffe es zumindest. Ja, ich wollte mich noch über... Ihr wisst doch, ich rege mich gerne über unlogische Sachen auf. Was ist denn das für ein Balkon hier? Was soll das denn sein? Guckt ihn euch an. Hier gibt es einfach nur Fenster, die nicht so aussehen, als ob man sie aufmachen könnte. Aber selbst wenn, wieso gibt es denn hier keine Balkontür oder Terrassentür oder irgendwas in die Richtung? Total sinnlos, oder? Wie geil ist das denn? Also ich glaube, die, ja auch immer das hier programmiert hat, der hat einfach gar nicht drüber nachgedacht, dass es total sinnlos ist. Und guckt euch an, jeder Balkon sieht so aus hier. Ist das lustig, ey. Ist mir schon in der letzten Folge aufgefallen, aber da hat uns gerade dieser Typ mit den Schwanzproblemen angerufen und da konnte ich nicht reinquatschen oder wollte nicht reinquatschen. Stahlrohr, einhändige Keule, 220 irgendwas. Blutpumpe, stellt nach Aktivierung sofort 60% deiner maximalen Gesundheit wieder her. Aha. Ja, damit haben wir das jetzt auch geschafft. Nein, nicht runterfallen. Kommen wir hier nicht hoch? Da zieht er sich nicht hoch, wie es aussieht. Schade. Schießt's hier? Moment. Wo bleibt die Verstärkung? Die machen uns platt! Bitte! Sagen die etwas Positives oder muss ich jetzt wegrennen, weil die mich sonst abschießen? Bekomme ich dafür auch Kohle oder? Oh, verwundeter Polizist. Na, ich will nicht zu nah rangehen, dann heißt wieder, ich hatte ihn irgendwie angegriffen und er ballert oder so. Also, dann hat der Polizei jetzt geholfen, aber es sind noch einige Polizisten gestorben, wie es aussieht, oder zumindest verwundet, falls sie nicht tot sind. Oder ist er tot? Steht einfach noch eine Patrouille, keine Ahnung, ob er tot ist. Hätte ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt, also dass da irgendwas kommt von wegen danke für deine Hilfe, bla bla bla, du bist cool oder so. Merkwürdig. Meine Güte, im Namen des Sensibili, danke. Oh fuck. Jetzt kam das. Die Dankeswort. Habt ihr gehört, wo ich schon gar nicht mehr da war? Egal. Wir haben was Neues zum Aufstecken. Zielfernrohr, ADT Advantage, Zeit fürs Zielen und Reichweite verbessert. Ein billiges, für den Massenmarkt produziertes holographisches Visier. Oder OS irgendwas, das vor allem auf Unauffälligkeit ausgelegt ist. Leichter und simpler geht es nicht. Ja, das ist besser, dann nehmen wir das. Also wir scheinen ja doch häufiger mal solche Visiere zu finden, von daher. Da fällt mir ein, wir könnten eigentlich mal eine... Ach so, Nahkampfwaffe, stimmt. Machete oder Stahlrohr? Machete scheint besser zu sein. Hä?
Ach nee, wir können. Okay, ich dachte, man kann bei einem Waffenprofil beides machen. Da habe ich mich wohl geirrt. Moment, was war das hier? Aufsätze und Mods. Ah, okay. Dann sollten wir vielleicht noch ein zweites Profil machen mit einer Nahkampfwaffe, falls wir doch wieder mal in der Situation sind, wo wir Nahkampfschaden machen wollen. ...42 bis 51 physischer Schaden, kritische Trefferchance, Chance auf Bluten, okay. Nehmen natürlich die hier als... Nee. Nehmen den Waffenslot als Hauptslot. So, jetzt können wir aber eigentlich... Ach so, jetzt können wir mal gucken, wie das Zielfernrohr aussieht, aber vielleicht nicht direkt auf jemanden zielen. Ach, das ist ja genauso wie das vorhergehende, na gut. Was wollte ich machen? Genau, Waffe erstmal weglegen wieder. So, wo ist mein Motorrad? Muss ja irgendwo davon rumstehen. Was wollte ich denn jetzt machen? Nebenmission wollte ich eigentlich gerade keine machen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Afterlife. Gucken, ob mein Motorrad noch da ist. Ich glaube, das stand eigentlich hier irgendwo. Es scheint weg zu sein. Verdammt. Dann eben eine schnellere. Ach so, wir haben ja immer noch das Problem, dass wir keine Munition haben. Wie komme ich auf die Karte, Map? Wo... Ach Gott, was bedeutet denn hier was? Journal öffnen, begib dich zum Afterlife. Ja, aber ich müsste eigentlich erstmal irgendwo hingehen, wo ich mir... Wo ich Sachen kaufen kann. Waffengeschäft. Hier kannst du Waffen und Munition besorgen. Da muss ich hin. Das scheint ja auch gar nicht so weit weg zu sein. Habe ich es gerade richtig gesehen? Ach doch, es ist doch relativ weit weg. Aber es ist egal, wir reisen einfach hier hin. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Munition. Also ich hätte zwar gedacht, dass man Munition bei den Gegnern findet, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass man irgendwie Munition bei den Gegnern findet. Und wenn wir die gekauft haben, dann gehen wir ins Afterlife. Netwatch ist die von den Konzernen finanzierte Sicherheitsbehörde im Net. Netwatch-Agenten, es ist wie immer viel zu schnell, dass sich das Ganze wechselt, ich kann es nicht lesen. Hallo, hübsche Frau. Ich kann dir jeden Wunsch erfüllen. Na, ich merke schon. Gut, wo muss ich jetzt hin? Vorsicht. Ach, ich bin jetzt wieder da, wo ich wohne, oder was? Sehe ich das richtig? Ich glaube. Müsste der Gebäudekomplex sein, in dem ich wohne. Und die Polizisten sind anscheinend auch immer noch hier unterwegs. Egal. Ja. Wir sollten da ja auch irgendwas kaufen. Also das war doch auch wieder ein Nebenquest. Was war das? Die Waffe, genau. Bei uns in Hayward gibt es eine Tradition. An deinem 16. Geburtstag, bla bla bla. Höchste Zeit, dir mal eine ordentliche Knarre besorgst. Nein, dabei können wir es nicht belassen. Scheiße, er hatte seine Uniform an. Lass mal dein Angebot sehen. Brauchst du vor allem Munition? Nichts lieber als das. Aber egal. Können wir auch verkaufen? Was geht verkaufen? Junk verkaufen. Für 3 Dollar, ja. Ich knall einfach mal ein paar Sachen rein. Ich hoffe halt, es ist kein Fehler, weil ich die eigentlich alle auseinandernehmen müsste, um halt irgendwelche Komponenten zu bekommen, aber da ich nicht weiß, wie es geht, was soll's. Wie verkaufe ich das jetzt? Habe ich es jetzt verkauft? Ja. Sieht so aus. Okay. Gut, Munition. Ich brauche Munition. Das sind Visiere. Granaten. Neue Items, Name, Name, SP, Qualität, Gewicht, Preis, Typ. Was ist das?
Unity Power Pistole. Legendär. Du hast nicht genug Geld. 18.000 kostet die. Ja, ich würde halt ganz gerne einfach nur Munition nehmen, wenn ich ehrlich bin. Muss ich mir jetzt eigentlich irgendeine Waffe kaufen, um diese Mission abzuschließen? Munition, Gewehre. Ist das nur das Schema, was ich jetzt kaufe, oder ist das auch die Munition, die ich bekomme? Eine Schachtel mit Munition für Pistolen, Schema. Ja, wollt mich verarschen, oder? Moment, ich glaube, es ist wirklich nur das Schema, aber ich weiß es nicht. Deswegen. Wie viel Munition haben wir jetzt? Aus irgendeinem Grund habe ich eine neue 2138, okay. Munition. Schema 2138 2139. Scheint wohl wirklich eine Kugel gewesen zu sein, die ich gekauft habe. Wer kennt's nicht, dass man die Kugeln einzeln kauft? Alles klar. Na gut, dann kaufen wir mal alles, was er an Munition hat für die Pistole. So. Man bekommt ja also auch die Komponenten, wie ich gerade sehe. Das ist doch schon mal relativ interessant, aber Preis aufsteigend. Ich will einfach nur eine Waffe kaufen, die billig ist, um zu wissen, ob ich damit dann die Mission abgeschlossen habe. Hol die Waffe bei Wilson ab. Oh, anscheinend nicht. Welche Waffe soll ich denn bei Wilson ab? Ah, die hier, oder? Zumindest hat die so ein Ausrufezeichen. Dying Knight. Sieht aus, als wäre sie von einem völlig beknackten Bastard zusammengeklebt worden. Schießt aber perfekt. Ich glaube, die hier ist gemeint. Ja, Tatsache. Nice. Street Cred. So, jetzt ist die Frage, was haben wir gerade für eine Waffe? Ist die super geil? Will ich die an sich aufbessern? Upgrades. Die würde auf 117 gehen. Wir brauchen dafür 8-mal das. Was kostet denn im Moment? Wichtiger wäre ja eigentlich, dass wir jetzt gucken. Herstellung. Munition, Gewehre. Munition, Scharfschützengewehre. Schrotflinten. Pistolen. Dafür brauchen wir gewöhnliche Itemkomponente 10-mal. Okay, das Bild merken, weil da steht ja irgendwie nichts anderes da. Und die kaufen wir jetzt noch. Das war das hier. 50! Die ist ja super teuer. Ja. 2129, das ist schon mal ganz gut, und wir könnten jetzt zur Not auch noch Munition herstellen. Jetzt sind wir also bereit. Afterlife. Bezahl deine Schulden an Victor. Ach ja, dafür brauchen wir 10.000 Dollar. Muss ich mir mal merken, wenn wir 10.000 Dollar haben, dann machen wir das. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Afterlife. Ist es nicht leichter, wenn wir jetzt wieder zu dem... Ist das direkt hier in der Nähe? Nee, da können wir doch schnell reisen. Das müsste doch mehr Sinn machen. Also wenn wir jetzt mit dem Fahrstuhl da runterfahren, erst da hinlaufen, bla bla bla. So, und zwar hierhin. Anscheinend ist das direkt, gehört das direkt zum Afterlife, dieser Schnellreisepunkt. Okay, jetzt haben wir zwar einen Ladebildschirm, aber ich denke, es ist trotzdem schneller, als wenn wir jetzt selbst hingegangen wären.
Dein maximales Bewegungstempo hängt von deinen Vorteilen und deiner Cyberware ab. Sag bloß, in Bewegung ist deine Treffsicherheit schlechter als in Nichtbewegung oder so. Schon sind wir da. Der Coup. Trinken. Hab einfach mal was getrunken. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir sowas getrunken haben und dich einfach eingesteckt. Hallo. Und was? Was denn? Yo también te quiero, ma. Na endlich, hermano. Was gibt's Neues bei Senora Wells? Du weißt schon, macht sich ständig Sorgen um mich. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte, wie die anderen Wells-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen! Ohne Dex kämen wir nicht rein. Oh, wir haben eine Gesprächsoption, die wir nur wählen können, weil wir Nomade sind. Das Afterlife. Den Namen kennt man überall. Ehrlich? Nomadenclans sind hier an ein paar ihrer größten Jobs gekommen. Wundert mich nicht. Man kommt nirgendwo in Night City besser an Jobs. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! Vamonos! A tomar una cerveza. Das war mal eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Wer hätte das gedacht? Ja, oder? Ist aber ewig her, als die Leute noch richtig begraben wurden. Und jetzt werden die nur verbrannt, oder wie? Und wer seid ihr, Clowns? Wir sind Freunde von Dexter DeShawn. Er erwartet uns. Yo, Dex. Hier sind zwei, die meinen, du willst mit ihnen reden. Ja. Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Holt euch ein paar Drinks oder so. Vielen Dank. Dabei. Das ist es. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Hörst du's schlagen? Stell's dir vor. Susan Forrest. Boa Boa. Vielleicht sogar Morgan Blacker. Alle hier gesessen. An der Bar eingepackt. Also ich setze mich noch nicht hin, Freunde, weil ihr merkt ja schon wieder, ich bin fasziniert von der Umgebung und will mir einfach alles angucken. Wir wissen zwar, was sie für Ausrüstung haben, aber nicht wie viele in dem Bunker sind. Großartig. Wird schon. Sham ist unser Glücksbringer, oder Sham? Hey, lass das, sonst antwortet er noch. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Job. Also, wir schicken zuerst Drohnen hoch. Wenn ich mit dem Kopf voran in die Scheiße springe. Ich kann dich wenden. Entspann dich. Wir haben für alles gesorgt. Aber wegen den Eddies. Wer bezahlt? Sixth Street. Wieso? So, es ist auch das erste Mal, dass wir Alkohol getrunken haben und man sieht, der Bildschirm wird ein bisschen anders. Also wir sind besoffen. Ich hatte schon mit Sixth Street zu tun. Wir machen den Job, die bezahlen. So, als wenn diese Leute, Gangster, Konzerner, wer auch immer das jetzt hier ist, als wenn die einen einfach so zuhören lassen würden. Die wären total angepisst, wenn man die belauscht. Cool. Aber ich muss los. Hey, die sieht gut aus. Ach so, und die hat so eine Atemmaske an. Und die Implantate, Tattoos oder was auch immer das sein soll, die verändern sich. Oh, und ich glaube, die hat die gleiche Schambehaarung, die wir auch haben. Seht ihr das? Diese komischen Streifen, die in den Schritt nach unten gehen, die haben wir auch. Also die habe ich auch eingestellt, die fand ich am coolsten. Hallo, hübsche Frau. Okay, genug, weiter gucken. Echter Killer, aber er ist zu langsam für die gute Welt. Die sieht ja auch abgespaced aus.
Hey, aber vorhin saß hier eine andere, oder? Als ich hier reingelaufen bin? Ich weiß gar nicht mehr. War das die gleiche? Alter, dieser komplett verkrummte Körper, keine Ahnung, gefällt mir nicht so. Was willst du? Deinen komplett verkrummten Körper angucken. Eine Machtdemonstration. Obendrein trotz. Kann man hier Billard spielen? Zeigt allen, der der Boss ist. Ich bin gar nicht mehr besoffen, sehe ich gerade. Jetzt wieder. Ich kenne dich nicht. Ich dich auch nicht, aber wir können uns ja kennenlernen. Ach so, noch mehr Freunde, die tanzen. Ja, wir waren ja hier überall. Aber die... Claire, wer ist denn Claire? Bestimmt die Frau da, oder? Hey, setz dich, bin gleich bei dir. Tatsache. Die sieht ja auch komplett verrückt aus. Ist das überhaupt noch ein Mensch? Guckt euch die Augen an, guckt euch den Körper an. Alles komplett schwarz, Maschine. Hey, lebst du noch? Und barfuß. Krass. Okay, bevor ich mich jetzt hier noch zu sehr verliere in dem Afterlife. Was ich auch ziemlich cool finde, aber ich fand auch Lizzie's Bar cool. Würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut. Bevor ich halt weiterhin jetzt die ganzen Spirituosen, die hier rumstehen, raussaufe und dann vielleicht irgendwann im Delirium in irgendeiner Ecke aufwache und meine ganzen Sachen weg sind. Hallo. Was willst du? Coole Haare. Kann ich mal irgendjemand freundlich reagieren? Die wirken immer alle total angepisst und böse, wenn ich mit denen reden möchte. Mit dem kann ich gar nicht reden, okay? Verschwendung von Sauerstoff. Na gut, also wir speichern jetzt und beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter. Ah, ich muss zugeben, so seit 3-4 Folgen komme ich besser rein ins Spiel. Langsam gefällt mir das Spiel auf jeden Fall besser. Und ich hoffe, es bleibt so. In diesem Sinne, Daumen, habe ich jetzt gespeichert schon? Speicher mal. Ich habe jetzt doppelt gespeichert, egal. In diesem Sinne, liken, lasst ein Abo da, Daumen nach oben, Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen, kommentiert, was das Zeug hält. Bis hoffentlich morgen. Euer Paxis. Tschö, tschö.